Enzensberg bei Frankfurt im Fallout-Tattoo-Studio von Chris Block und Model Makani Terror. Chris und Makani sind in der internationalen Tattoo-Szene echte Größen. Makani war ja auch gestern bei der Vorauswahl der Kandidaten mit dabei. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall heute für uns alle super spannend wird. Wir sind super gespannt auf die Ergebnisse und ich kann es kaum abwarten, wenn die Leute ihre Masken abnehmen und in Tränen ausbrechen. Wir nicht, ne? Dann will ich das Tattoo haben. Dafür sorgen wir. Die Gewinner Ramona, Tom und Tamara sind super pünktlich. Schließlich geht es für sie heute um alles. Die drei bekommen endlich ihr Cover-Up-Tattoo. Doch nicht ohne vorher noch mit den Tätowierern ein ernstes Wörtchen über ihre Wünsche zu sprechen. Also was ich jetzt gar nicht möchte, wäre jetzt so ein Totenkopf. Also das... Herrlich nicht? Nee. Ich dachte, mach mal ein bisschen. Nee. Sie wird von mir was Feminines bekommen. Sie hat ja gestern gemeint, sie mag auch Schmetterlinge. Nur Schmetterlinge wären natürlich viel zu einfach. Deswegen werde ich etwas Frauengesichtmäßiges machen mit Schmetterlingen berücksichtigen und das alles so auch ein bisschen im Farbspritzer-Aquarellstil, natürlich schön bunt. Pink werden wir natürlich mit einbauen, weil das Ramona sehr gut gefällt, hat sie mir verraten. Ja. Und damit wir das aber auch gut abgedeckt bekommen, kommt auch ein bisschen Blau und Türkis rein. Und da die Farben sich super gut vertragen, wird das am Ende ein wunderschönes Gesamtbild werden. Also ich denke mal, was nicht so besonders gut passen würde, wären so vielleicht jetzt Totenköpfe oder so. Oder Dämonen, oder? Dämonen, sowas mag ich nicht so. Nee, das muss nicht sein. Also. Ey, du, wir treiben dir heute die Dämonen aus und versenken das Schiff. Das Schiff wird versenkt. So machen wir das. Echt cool. Ich kenne so ein paar Arbeiten von ihm und ich war einfach nur baff. Deswegen, ich denke, es wird super. Ja. Dann hoffen wir, dass das auch heute hinbekommen, ja? Ja. Und dann sollte es langsam losgehen mit dem Auftragen der sogenannten Stencils. Die Blaupausen der Tattoo-Umrisse sehen immer irgendwie kritzelig und chaotisch aus. Doch für die Künstler ist das sozusagen der Fahrplan zum Stechen. Und damit das Cover-Up am Ende auch eine Riesenüberraschung wird, dürfen die Kandidaten ab jetzt gar nichts mehr sehen. Dafür gibt's die absolut blickdichten Horror-Tattoo-Brillen. Die musste bisher jeder Gewinner aufsetzen. Und in Frankfurt ist das nicht anders. Dann tschüss, ne? Ramona hat sich von Nancy eine schrille, bunte, starke Frau gewünscht. Das Tattoo soll ihr Mut machen und Kraft geben. Mick wird einen klugen Vogel zaubern, der sehr viel mit Seemann Tom zu tun hat. Und Randy wird Tamara ihre magische Zahl 2 und die Liebe zu ihren großen Schwestern in seinem Cover-Up verarbeiten. Nur der Berti, der hat heute nichts weiter zu tun, als nach dem Rechten zu sehen und Händchen zu halten. Tamara, ja. Mein Sonnenschein, wie geht's dir denn, hä? Ja. Wie fühlst du dich? Noch gut. Noch gut. Ich sag mal so, für das relativ große Projekt hier, schmerzmäßig, ist es aushaltbar? Es ist an manchen Stellen schon ziemlich fies. Ja, aber du liegst noch relativ entspannt hier, muss ich sagen. Oh. Bist du schon ein bisschen aufgeregt von dem, was dann hinten drauf ist? So, weil du bist ja relativ locker und entspannt, ja, muss ich sagen. Also ich bin, weil ich vertraue ihr wirklich zu 100%, weil ich hab sie auch vom Typ gesehen und das passt einfach. Also die Chemie stimmt und da vertraue ich ihr einfach. Das wird bestimmt was ganz Tolles. Dann kommen wir mal zum Master of Disaster. Hey, wir spielen gerade Schiffe versenken. Wir tätowieren nicht, wir spielen Schiffe versenken. Ich sehe, du bist am Gewinn, ne? Wenn unsere Tattoo-Profis die Nadel schwingen, entstehen wahre Kunstwerke. Und gute Tattoos dauern. Die drei Gewinner werden ca. 5 bis 6 Stunden aushalten müssen. Und dabei dürfen sie die ganze Zeit nicht sehen, was da auf ihrer Haut wirklich entsteht. Sie alle müssen also blind vertrauen.